Israelische Bodentruppen im Gazastreifen im Einsatz, gleichzeitig schwere Luftangriffe. Überleben im Krieg, wie die Bevölkerung im Gazastreifen versucht, über die Runden zu kommen. Unterstützungskundgebungen in europäischen Städten für die Bevölkerung im Gazastreifen. Erneut Bootsunglück im Mittelmeer. 5 Leichen auf Sizilien angeschwemmt. Die israelischen Streitkräfte haben ihren Einsatz von Bodentruppen im Gazastreifen ausgeweitet. Gleichzeitig werden Ziele laut einem Armeesprecher von See und aus der Luft beschossen. Israel will unter anderem die Tunnel zerstören, die Hamas-Kämpfer als Verstecke sowie Flucht- und Angriffsmöglichkeit nutzen. Die Hamas meldet, dass seit dem Beginn des israelischen Gegenschlages im Gazastreifen inzwischen mehr als 7.700 Menschen getötet worden seien. In Israel wurden am 7. Oktober und den folgenden Tagen rund 1.400 Menschen durch die Hamas getötet und 229 als Geiseln genommen. Nach wie vor sind israelische Städte Raketenbeschuss ausgesetzt. Unter anderem in Aschkelon, nördlich des Gazastreifens, heulten an diesem Samstag wieder die Warnsirenen. Im Gazastreifen sind die Internetverbindungen gekappt worden. Israel hatte am 9. Oktober eine vollständige Belagerung des Gebietes eingeleitet. Der Alltag im Gazastreifen wird vom stetigen Versuch bestimmt, irgendwie über die Runden zu kommen und zu überleben. Im Flüchtlingslager Al-Shati im Norden des Gebietes haben die israelischen Luftangriffe erheblichen Schaden angerichtet. Die israelische Armee hat die Bevölkerung erneut aufgefordert, den Norden zu verlassen und sich in den Süden des Gazastreifens aufzumachen. Dies sei eine dringende militärische Empfehlung, so ein Armeesprecher. Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, äußerte sich schriftlich. Er erinnerte daran, dass die Bevölkerung im Gazastreifen weder Strom, Nahrung noch Wasser habe. Last night's bombardment of Gaza by Israeli forces and ground operations were reportedly the most intensive yet, taking this terrible crisis to a new level of violence and pain. Im Gazastreifen wurde eine Lebensmittelausgabestelle der Vereinten Nationen gestürmt und geplündert. Menschen schleppten Säcke mit Lebensmitteln davon. In London haben Tausende ein Ende der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen gefordert. Die Polizei hatte vor der Kundgebung ein entschlossenes Durchgreifen im Falle von Ordnungswidrigkeiten und Gewaltaufrufen angekündigt. Auch in anderen Städten des Vereinigten Königreiches, darunter Glasgow und Manchester, gab es Demonstrationen. In Paris versammelten sich Hunderte zu einer Unterstützungskundgebung für die palästinensische Bevölkerung, obwohl die Veranstaltung von einem Verwaltungsgericht verboten worden war. Andernorts in Frankreich, wie in Montpellier und Orléans, wurden Demonstrationen genehmigt. Wie schon am Freitag fand in Rom auch an diesem Samstag eine Kundgebung palästinensischer Verbände statt. Die Veranstaltungsleitung forderte die italienische Regierung auf, Maßnahmen zu ergreifen, um auf einen sofortigen Waffenstillstand im Nahen Osten hinzuwirken. An einem Strand im Westen der italienischen Insel Sizilien sind 5 Leichen angeschwemmt worden. Zuvor war ein Boot gesunken, auf dem sich rund 60 Personen befanden, die versucht hatten, von Nordafrika über das Mittelmeer nach Italien zu gelangen. 35 Personen wurden festgenommen, als sie versuchten, sich vom Strand zu entfernen. Bei ihnen handelt es sich wahrscheinlich um Überlebende des Bootsunglücks. Das Rettungsschiff einer deutschen Hilfsorganisation hat am Freitag 49 Menschen an Bord genommen, die mit einem Boot auf dem Mittelmeer trieben. 4 Menschen waren tot. Unter den Geretteten befand sich auch eine Schwangere. Da ihr Gesundheitszustand besorgniserregend war, wurde sie von der Küstenwache zügig zur Versorgung auf die Insel Lampedusa gebracht.